Wo bin ich? Und wer ist euer König? Und wo ist die Crew? Wo ist mein Vater? Wo ist meine Mutter? Was habt ihr mit denen gemacht? Das wirst du noch früh genug erfahren. Ihr Verbrecher, das kann man doch nicht machen. Ich weiß schon, ihr seid Piraten. Oh Mann, warum bin ich nur mit auf diese Reise gegangen? Wie ist es gelaufen? Eigentlich ganz gut. Wir haben ihn jemand mitgebracht. Komm mit. Wer ist das? So, das ist sozusagen eine kleine Arbeiterin. Arbeiterin. Sie wird ganz fleißig sein. Na, das will ich doch auch hoffen. Hinfort mit ihr. Komm mit. Findet ihr nicht auch? Sie sieht ein wenig jung aus. Sie sieht aus wie 10. Wir können sie doch behalten und warten, bis sie erwachsen ist. Wir haben nicht die Mittel, weder in Essen noch in Arbeitskräfte, um sie so lange zu behalten. Das stimmt allerdings. Aber wir müssen sie loswerden. Wollen wir sie verkaufen? An wen willst du sie denn verkaufen? Wer möchte denn so ein junges Mädchen haben? Vielleicht andere Städte oder Fürste? Das könnten wir natürlich versuchen. Wir haben aber so einen schlechten Ruf. Die will doch niemand von uns haben. Wir müssen sie anders wegschaffen. Während im Thronsaal über mein Schicksal diskutiert wurde, saß ich in einem kleinen Loch in einem riesigen Felsen. Zur Flucht hatte ich keine Möglichkeit und deshalb verbrachte ich meine Zeit hier mit Harald, Olli und Hans. Die drei leisteten mir Gesellschaft, obwohl, naja, sie waren halt irgendwie nicht mehr ganz so lebendig wie ich. Und deshalb hatte ich manchmal das Gefühl, ich rede gegen eine Wand. Aber vielleicht sollte ich mir deshalb etwas ausdenken. Und naja, das tat ich auch. Auch wenn es mir nicht wirklich was gebracht hat. Los, komm mit. Komm hier rein. Hier drin fühlst du dich doch wohl. Und in 3 Tagen geht's dir eh wieder besser. Wo bringt ihr mich hin? Das wirst du schon früh genug erfahren. Und wie ich es erfuhr. Sie setzt mich einfach auf einem Felsen aus, mitten im Ozean. Ich konnte nichts um mich herum sehen, außer Wasser und Himmel. Und das ging tagelang und nächtelang so. Und sie hatten recht, nach 3 Tagen wird es mir besser gehen. Das hat mein Vater auch gesagt, denn nach 3 Tagen bist du verdurstet. Denn Salzwasser kann man nicht trinken. Und naja, die Erfahrung hatte ich zu Hause schon gemacht, bei... naja, einer nicht sehr netten Angelegenheit. Ich hoffte einfach nur, dass ein Schiff vorbeikommen würde und mich retten würde. Und, naja, Glück im Unglück, würde ich sagen, kam wirklich eins vorbei. Denn an einem Morgen schipperte eine, naja, etwas zwielichtige Gesellschaft einfach an meinem Felsen vorbei und sie waren so freundlich, mich hier mitzunehmen, obwohl sie mich nicht kannten. Und das machte mir eigentlich schon ein bisschen Angst, aber ich hatte einfach keine andere Chance. Was soll ich denn machen? Auf der langen Fahrt, da beobachtete ich so viel die Wellen und alles um mich herum und es kam mir so faszinierend vor, dieses Leben auf dem Boot zu verbringen. Und die Männer hatten alle ganz aufregende und interessante Geschichten dabei, die sie mir nachts erzählten. Da saßen wir dann im Fackelschein auf dem Boot und jeder erzählte etwas aus seinem Leben. Ich hatte ja leider nicht so viel zu erzählen, aber was ich zu erzählen hatte, das gefiel ihnen irgendwie. Und ich fragte mich immer mehr, was das eigentlich für Menschen sind, die so
offen auf dem Boot lebten, sich nichts daraus machten, wie sie aussahen, was los war. Und naja, irgendwie konnte ich mir nicht mehr vorstellen, dass sie böse sein könnten. Aber mein Vater und meine Mutter, die haben mich immer gewarnt. Und dieser kleine Stachel der Unsicherheit blieb. Wir brauchen unbedingt mehr Sklaven, damit die in der Mine arbeiten können. Damit wir Edelsteine bekommen, um sie zu verkaufen. Ihr wisst ja, wir haben nicht so viel. Habt ihr mich verstanden? Also könnt ihr mir Sklaven besorgen. Machen wir. Werden wir irgendwie hinbekommen. Dann los.